bestimmte Personen, bestimmte Vertreter in der AfD nutzen einfach diese Theorie, um in gewisser Weise auch die Angst zu schüren. Die Angst ist natürlich etwas, was Leuten aus dem Flügel in die Hände spielt. Report Mainz fragt Markus Plenk. Er ist aus Partei- und Landtagsfraktion in Bayern vor kurzem ausgetreten. Herr Plenk, wie viele Anhänger des rechtsextremen Flügels glauben, dass es einen großen Bevölkerungsaustausch gibt? Ich gehe davon aus, dass eine überwiegende Mehrheit der Flügelanhänger dieser Verschwörungstheorie anhängt und davon ausgeht, dass da tatsächlich eine entsprechende Verschwörung dahinter steckt. Von einer Umvolkung zu sprechen oder von einer bewussten Herbeiführung einer Migrationskrise, um in Deutschland die Bevölkerung, die einheimische Bevölkerung sozusagen durch eine Bevölkerung aus anderen Teilen der Welt, das ist wirklich absurd. Welche AfD-Politiker verbreiten diese Verschwörungstheorie? Die Flügelvertreter Höcke und Kalbitz sind da sicherlich maßgeblich in dem Bereich. Es gibt auch mehrere Bundestagsabgeordnete, die sehr oft bei Veranstaltungen genau dieses Thema aufgegriffen haben, damit Wahlkampf gemacht haben. Und bestimmte Personen im Bundesvorstand haben mit dieser Thematik Wahlkampf gemacht. Warum verbreiten AfD-Politiker die Theorie, dass es einen Bevölkerungsaustausch gibt? Die AfD ist sehr stark gewachsen letztendlich seit 2015, eben durch die Migrationskrise. Es ist das Kernthema der AfD und man versucht über obskure Theorien wie den geplanten Bevölkerungsaustausch eben dieses Feuer am Brennen zu halten, möglichst lange die Angst eben aufrechtzuerhalten, damit die Wähler bei der Stange bleiben und weiterhin dann ihr Kreuz bei der AfD machen. Ist diese Verschwörungstheorie gefährlich? Das ist deswegen gefährlich, weil man letztendlich mit Unwahrheiten agiert und Leute auch in gewisser Weise dazu animiert, gerade wenn es darum geht, Widerstand zu leisten, wie es ja so schön heißt, ja, da sind einige offensichtlich zu allem bereit und schrecken dann auch vor Gewalttaten nicht zurück. Und deswegen sind solche Verschwörungstheorien gefährlich. Wie wird es für die AfD weitergehen? Ich denke, dass nach den Landtagswahlen im Osten der Flügel noch stärker werden wird. Die werden nach den Landtagswahlen erst richtig aufdrehen, werden Ansprüche stellen auf entsprechende Posten in den Parteigremien. Im September wird der Landesvorstand in Bayern neu gewählt, im November der Bundesvorstand. Man wird versuchen, dort entsprechend auch Flügelleute noch stärker zu platzieren. Die Partei wird sich weiter radikalisieren aus meiner Sicht und am Ende wird es vermutlich den Ausgang nehmen, ähnlich wie bei der Linkspartei, dass die AfD im Osten stark sein wird und im Westen schwach. Und das ist letztendlich das, was dann Liberal-Konservative auch aus der Partei vermutlich treiben wird und Wähler auch zu anderen Parteien dann treiben wird.